Tetterette, das ist ein Gitarrist, Komponist und ein Gitarrenlehrer. Der war schon sehr, sehr oft hier. Ich habe also für ihn schon sehr oft Sachen gemacht und ich habe ihm auch den Green Room, Blue Room und so gezeigt und habe gesagt, natürlich können wir da, ist doch kein Thema, können wir machen. Ja? Sein Name ist Gendai Pilch, ist ein Russe und ja. Er ist halt ein Virtuose, nennt sich Pilch, kommt aus Rumänien und macht hier Unterricht. Er kam spontan, ich möchte für dich mal Musik machen. Er hat Dankeschön gesagt für die ganzen Sachen. Ich habe so viele Plakate für ihn schon gemacht und so weiter. Es waren auch viele andere noch da, die dann haben hier einige, habt ihr ja, könnt ihr gerade sehen, waren ja auch welche da. Haben nichts gesagt, haben nur, ist okay, mach ruhig, habe ich gesagt, komm, dann nehme ich auch direkt die Kamera, zeichne es auf und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ne? Ich habe ihn jetzt einmal so, wie er war, da gespielt, hier im Cobra 11 Raum, habt ihr ja gelesen, wir sind ja hier der Cobra 11 Club, Fangemeinschaft seit 1996 und jetzt sind wir ja wieder neu, 2020 und wir freuen uns auf Erdogan, wir freuen uns auf den Nils, wir freuen uns einfach auf alle, auf Pia und mal gucken, wer da alles so erscheint. Man weiß ja gar nicht, was die da alles machen. Man weiß ja gar nicht, was da an Quote auf uns zukommt. Die Quote war so im Keller, da hat RTL die einfach alle entlassen. Müssen wir durch, müssen wir durch, müssen wir durch. Punkt. So, hier seht ihr aber, wie gesagt, den Gennady Pilch. Gennady Pilch, keine Ahnung. Ich weiß ja, Russisch kann ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie man ihn ausspricht. Jedenfalls ist er Gitarrist, Komponist und Gitarrenlehrer. Er wollte mir sofort beibringen, weil meine Gitarre liegt nämlich hinten im Studio. Ich habe auch keine Zeit, jetzt noch Gitarre zu lernen. Ich freue mich auf jeden Künstler, ob das nun Krassschule ist, ob das Telenova, ARD ist. Frank Montenbruck war ja auch hier, der auch bei, vergisst man ja schon mittlerweile alle, weil die Serien einem aus dem Kopf fallen. Stromberg, genau, ja, Stromberg, dann wie gesagt Cobra 11, da sind wir ja voll drin im Moment, wir sind ja wirklich total begeistert, ich finde es auch super toll, dass da, wie gesagt, so ein Virtuose, wirklich, der macht viele Plakate hier, der ist auch unterwegs, macht Werbung, ich habe da auch so ein Buch liegen, ich glaube am 15. Dezember ist er irgendwo und macht wieder Musik, also wie ihr seht, haben wir hier viel zu tun in der sogenannten Weihnachtszeit. Ich begrüße euch auch total recht herzlich. Jetzt kommt noch schon ein Kunde. Hallo, Grüße!